Die verlieren den Null-Ausdauer, die Greifen. Oder? Was sagst du? Das stimmt. Ja, doch. Also du kannst die recht hoch mit Ausdauer schnell pushen. Ich schmeiß mal 8 Holz weg, ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Wenn du weißt, wie viel Heil ich gerade weggeschmissen habe, ne? Am Anfang hätten wir uns dafür getötet. Das waren bestimmt 3000 Heil, was ich gerade weggeschmissen habe. Wie kannst du nur, Dani? Window. Scheiße, jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen, was nicht weggeschmissen werden soll. 3000 Heil und wir haben immer noch eine komplette Box voll. Nein, das meine ich nicht. Ich würde dann sagen, wir machen das untere Stockwerk sowas wie fertig gekräftete Sachen, aber in einem dann nur Wände und im oder so Bauten und im anderen dann nur so Sachen wie Ja. Futtertroge und Kisten und sowas. Also richtig schön sortiert halt. Ich hoffe, es steht was zu essen auf dem Tisch. Ich verhungere. Ganze Fleisch holen und verbrennen dann. Ja, gib mir den Stein. Ja, ich verhungere, ich weiß doch. Aber die Terran muss wahrscheinlich auch erst an Strom angeschlossen werden. Mal schauen. Bin gespannt. Frag mal, ob man für die Terran Strom braucht. Das finden wir dann schon raus. Frag doch selber. Ach ja, nicht. Du kannst auch schreiben. Ein Mammut. Oh, das ist ja blau. Schön. Wann haben wir Müde. angefangen zu spielen? Es ging 8, kurz nach 8. Warum? Ja, 15 Folgen circa, ne? Er läuft. Ja, stimmt. Reicht für 2 Wochen. Ja, sehr gut. Ich meine, Anfang Januar. Januar habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich auch nicht. Wenn wir halt dann so eine Session nochmal im Januar reinhauen, dann passt Ja. das. Gerne jederzeit. Ich habe auch gerne wieder ein bisschen was auf Vorrat. Das ist ein ganz angenehmes Gefühl eigentlich. Ja, wie gesagt, ich habe halt Mitte Januar bis Anfang Februar habe ich Prüfungen und direkt danach bin ich in Istanbul, deswegen. Okay. Ja, kein Stress. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich nur von diesem Eat My Rice and Curry. Erstes Lied? Hm? Erstes Lied? Ja. Mal gehört.
Ich weiß sogar inzwischen, wo dieses Männerkeul her ist. Na klar. Muss man kennen. Ja, das kenne ich jetzt auch. Also ich bin auf... Ja... 60% des Weges und ich habe noch 60% der Ausdauer. Es könnte genau hinhauen. Da, 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 da. Ich hoffe, du hast die neuen Truhen alle gepincodet. Nö. Nö. Nö, sagt er. Einfach nö. Nö, nö, nö. Mann, sind die Schreiben geil, ey. Dann ist es nicht weitergehen. Wenn du ein Viech umbringen willst, nimmst du es einfach und lässt es aus der Höhe fallen. Die Frage ist halt, ob das Level gibt, gell? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Der Greif hat ein Ei gelegt in der Luft. Das Ei ist am Boden. Ja, dann schnell hinterher. Glaubst du? Ich bist du mit zwei Greifen unterwegs, oder was? Ja, yeah, ich bin mit beiden unterwegs. Und die befruchten sich mal so in der Luft. Flug. Oh, jetzt ist es runtergefallen. Das würde ich ja gerne sehen. Ich finde es cool, dass Ark sowas macht wie die Winter Session oder Halliday. Und da unten ist eine Base. Und da, oh fuck, und auch, die ist. Alter, das Ei ist in die Base gefallen, ich raste aus. Ja, da fliege ich lieber nicht hin, weil aber der Gatling ganz. Dani, überleg dir mal, wenn im Herbst die Blätter von Ark bunt werden, also halt braun und so und rot, und im Winter Schnee ist, dann freue ich mich ja schon ein bisschen auf den Frühling, ob sie da Blumen und so machen. So Blüten überall, das wäre mega cool, wenn sie dann das Gras ein bisschen saftiger machen. Das wäre cool. Ich mag Arcs. Sind so die besten 20 Euro oder 30 Euro, die ich in den letzten auf jeden Fall. Jahren investiert habe. Was Spielstunden angeht, auf jeden Fall. Gut, ja. CSGO, wenn du im Grunde genommen die 13 Euro siehst, die ich damals investiert habe, kommt es auch drauf raus, dass es sehr gut investiert war. Aber da habe ich halt noch mehr investiert für die Skins und so. Counter-Strike kriegt halt irgendwann mega auf, weil du dann gegen irgendwelche Noobs spielst und so einen Scheiß. Aber Ark, keine Ahnung. Seit es läuft, läuft's irgendwie. Ist ganz nett. Kann man lassen. Hätte ich nichts gegen, wenn das so bleibt. Müssen wir mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja auf der LAN, so einen kleinen Ark-Server aufzubauen. Irgendwie ihn dazu überredet, dass wir die Serverkapazitäten dafür nutzen dürfen. Sonst hosten wir halt einen auf dem PC. Hallo, du musst schon fliegen. Scheiße, ich habe ein Problem. Was denn? Ich hänge in der Luft. Was zum... So, das kann auch mir, nur mir passieren und ich verhungere gerade. Oh fuck, jetzt hat er mich abgeworfen. Tschüss. Ich kann nicht TS kommen, ich spiele mit dem Daniel. Also ich finde, wir müssen den gar nicht auf Ausdauer skillen, das reicht auf jeden Fall bis zum Berg. Und mehr brauchen wir nicht, dann hätte ich gesagt Movement und Weight. Ja, okay. Weil das Movement Speed riecht echt auf, Alter. Ja, die sind richtig lahm, ey. Und vielleicht Attack, würde ich, ja, doch, Weight auch eigentlich. Ach, eigentlich alles. Hast du beide Greifen mit? Ja. Dann schauen wir doch mal, wie viele Obsidian du beweist. Habe ich mir das gemerkt, wo ich verreckt bin? Das nehmen wir mal mit, das Getin, das braucht ja keiner mehr. Gott sei Dank haben wir so viele Flugdinos, Dani. Da kann ein Viech oben, ne? So, hier irgendwo. Battle 150, Alter.
Jahren. 94. Oh nein. Dann natürlich nicht. Dann, ich habe schon wieder einen Flugdino verloren. Was machst du denn? Ja, der hat einfach keine Ausdauer mehr gehabt und stand dann in der Luft. Ja, hätte ich gesagt, lande mal und schau auf die Ausdauer. Ich achte auch ja, die ganze Zeit drauf. Ich konnte ja nicht landen. Der hat ja nichts gemacht, was ich wollte. Was? Mach ich mal die Tür zu. Hat da ein Kühler noch? Dann Kühler ist leer, okay. Gut. Also das, Da ist Petri. Haus ist jetzt komplett geplündert. Wie geplündert? Naja, da ist nichts mehr drin. Also an Obsidian oder Metal oder so, das bringe ich jetzt alles mit. Okay. Neues Farmen. Leg dir das Ei in der Luft, ich brech ab, ey. Genau über eine Base. Wer wundert sich, ey, da kommt ein Ei aus dem Himmel geflogen. Was für ein schöner Tag heute. Ich kann endlich alleine Shisha rauchen, Arg läuft. Stirb, du dämliche Ameise! Oh fuck. Dino gefunden. Wo bin ich denn? Sechzig, das ist doch schön. Oh Dani, es darf nicht wahr sein. Ich weiß es genau, es lief einfach zu gut. Wie baust du immer du Scheiße? Gedacht. Ist ja gar nicht wahr. Da war das ganze Silikon in der Leiche, da legt sich gerade ein Affe mit einer Schlange an. Hä? War das ganze Silikon in der Leiche, oder was? Das Öl? Ja, natürlich, wo denn sonst? Alter. Es geht auch um meine Fellrüstung, ja? Ja, aber wieso? Ausdauer, das lernt man doch gleich am Anfang vom Fliegen. Ja, aber inzwischen landen die von alleine und dann stand er einfach in der Luft und plötzlich hat er mich abgeworfen. Wieso landen die denn von alleine? Du siehst doch, wenn die Ausdauer leer ist, dann gehst du einfach runter. Ja, aber ich hab nicht geguckt, weil ich immer auf K drück, damit ich ein bisschen die Landschaft frei angucken kann. Ja, das ist der Fehler. Ich schau permanent auf die Ausdauer. Hey.
Wieso hast du es nicht in Peternodo Mann. rein? Das ist sicherer. Ja, fürs nächste Mal, okay. Das war ja jetzt nicht das erste Mal, wo das passiert, also. Mir schon. Naja. Du hast schon mal Leute fallen gelassen, weil du einfach disconnected bist. Ist ja gar nicht wahr. Mich würde auch interessieren, wie man das mit dem GPS-Peilsender oder so macht, dann jetzt mit den Tieren. Das wäre echt cool. Wie viel Öl und Silikon Das war da darf drin? nicht wahr sein. Viel, sehr viel. Wirklich sehr viel. Und halt Pelz. Das muss doch hier irgendwo sein. Dass hier auch so viele Steine rumliegen, das könnte man alles für einen Rucksack halten. Sei froh, dass es nicht Nacht ist. Ja, mir ist kalt, ich habe auch nichts mehr zum Anziehen. Und ich hatte schon wieder so viel Zeug dabei. Narkopfeile, Narkotik hatte ich glaube ich auch dabei. Wobei, nein, das habe ich raus. Und ein Metallsperr und die Kleidung Also, und die überhaupt. Metallzeug ist scheißegal. Die Kleidung ist mega bitter und das Silikon ist mega bitter und das Öl. Ja, das Silikon würde ich schon wiederholen, aber. Um die Kleidung ist es halt echt ärgerlich. Muss ich jetzt hier den ganzen Wald abholzen oder was? Und jeder beschissene Steinhaufen sieht aus wie meine Leiche. Oh, und da sind schon wieder Ameisen. Ich hasse Ameisen so sehr. Chill dich mal dahin.